Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Ihr seht, ich habe jetzt alles hergebracht. Ich habe unabsichtlich ein Kraut verwendet. Ja, ich weiß, sehr gescheit. Aber was willst du machen? Ist jetzt so. Ich habe nur bemerkt, ich kann leider nichts mehr ablegen. Das ist. Ja, scheiße. Das heißt, ich muss das mitnehmen. Gehen wir halt einmal darüber. Ich weiß leider nicht mehr so wirklich, wo ich hin muss, also gehe ich halt einmal irgendwo hin. Ich glaube, das ist die beste Wahl. Hä? Oh, da wäre es gleich offen. Ich weiß jetzt nicht, ob da... was reinkommt. Oh na, bitte nicht. Jemand kackt anscheinend. Schon wieder Heilung. Oh mein Gott, ein Würmermann. Kommen die nochmal heraus aus der Tür? Ich weiß gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Tür ist verschlossen. Es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Okay, das heißt, geht die Uhr? Das war das. So, da haben wir... Fick dich. Auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Also irgendwie... Auf den Leecher. Das Problem ist, ich kann jetzt nichts ablegen. Das ist ärgerlich. Ich könnte nur ein Billy wechseln. Ich kann es ihm einfach nur in die Hand drücken, dabei. Das bringt nichts. Da kriegst Heilung. So, und dann gibt es den Weg noch. Ich weiß noch, wie ich da war mit null Munition. Mit absolut gar nichts. Ja genau, das zählt noch wahrscheinlich. Ja, ein Knopf oben. Da hinten liegt noch einer. Ich glaube, der kommt später, oder? Der Wasserhahn ist rostig. Es kommt kein Tropfen Wasser heraus. Der hat doch eine Pistole da. Ich sehe sie ja. Ich bin ja nicht blöd. Aber wir sind noch gut beieinander. Psst, aber die Munition. Und die Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Jo. Ah ja, da geht's nicht weiter. Das weiß ich. Da brauche ich nicht einmal schauen. Nice.
Einer watschelt noch. Na komm. Ja, der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Das war's, jetzt watschelt keiner mehr. Ah, das. Das war die Statue. Nein, die lasse ich der Welt da liegen. Oh, der Scheiß an, ich nehm's mit. Shit. Das ist unpraktisch jetzt. Die hätte ich schon gern mit. Die hätte ich sehr gerne mit. Aber ich kann jetzt nicht einfach. Viel Platz hat auch jetzt nichts mehr. Ach, verdammt, die hat man, damals hat man sicher mehr ablegen können. Da bin ich mir sicher, das kann nicht alles sein. Oder ich kann es da ablegen, das kann vielleicht. Nein, in den ganzen Raum können nicht mehr Sachen gelagert werden. Egal, ich hol's dann nachher mit dem Billy. Ich verschieß die zwei Schüsse dann beim Würstelding. Stirb. Na komm ums Eck. Ah, das sind zwei. Drei. Und der letzte darf da auch noch herkommen und sterben. Ein zweites Mal. Wieder drei Heldreiter. Ich habe nur einen Platz frei, ich könnte aber schnell was machen. Also Heilung, auch wenn ich welche vorher verschönet habe, ich glaube, dieses Mal nicht. Sehr gut. Die Tür wurde aufgeschlossen. Na, schau mal, was dahinter ist. Da weiß ich, da kommen wir nicht weiter. Ein Gerüst. Wollte jemand das Gemälde restaurieren? Wahrscheinlich. Komm darüber. Richtlinien für Auszubildende. Ziel der Ausbildungsstätte. Das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zu sichern. Zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corp. Es geht schon wieder los. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig vom Geschlecht, Rasse und Glauben nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir erwarten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung. Disziplin, Gehorsam, Einheit. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter des Umbrella Corporation und als Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie diese Worte stets vor Augen. Widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst und dem Unternehmen Ehre. James Markus, Geschäftsführer Umbrella Corporation und Ausbildungsstätte. Management wahrscheinlich. Da war doch irgendwas, gell, dass man da irgendwas mal doch drücken müssen. Wo war das? Aber ich hätte eine Idee. Ich werde das einmal nehmen. Ich werde das nehmen.
Dann werde ich das ablegen. So. Und nachher gebe ich Billy dann daher, hol die Munition. Ja, und die Farbbänder. Die brauche ich jetzt nicht. Habe ich nicht vor, so schnell zum Speichern, aber nicht einmal noch die Hälfte vom Part. Okay, große Tür oder kleine Tür? Ah, nehmen wir die kleine Tür. Juckt mein Ohr, eh klar. Gut, da watschelt nichts mehr. Ja, ist egal. Das ist das Feuermotiv. Ja, da komme ich rein. Jetzt juckt der Fuß. Jetzt juckt mich gleich die Nase. Ich weiß. Ah, eine Karte. Ich liebe Karten. Was heißt jetzt noch schnell grün? Egal. So. Was haben wir denn da? Weiß jetzt nicht, wo der hineinpasst, aber für ein Projekt, das habe ich mir schon fast gedacht. Oho, was liegt denn dort? Ein Farbband. Da komme ich jetzt auch nicht drauf, okay, passt. Da muss ich dann auch mit Billy her. Das mache ich aber dann separat, nur mit dem Billy alleine. Die Schrotflinte muss ich irgendwie holen noch. War da nicht da der Projektor? Schon wieder. Die ist locked. Systemdisk. Gelacht. Das war ein Versuch wert. Sonst ist nichts da, ne? Okay, da bin ich jetzt oben. Da ist noch ein Raum. Aber ich werde das jetzt so machen, dass ich da jetzt nicht so durcheinander komme. Ich lasse die Packets genau da stehen. So. Dann gehe ich schnell mit dem Billy rauf. Holen wir da jetzt ein paar Sachen quasi ab. Das da werde ich hier auf jeden Fall drauf geben. Ich werde das mit rübernehmen. So, und werde das drauflegen. Ist es nicht so gegangen? Okay, dann werde ich nicht Ding jetzt da ablegen. Das kann man wieder nicht mehr, weil schon viel in dem Raum ist. Bitte, warum quälst du mich so? Okay, ist nicht schlimm. Da hole ich die Farbbänder. Geht nicht, ich habe keinen Platz mehr. Dann lege ich das ab. So. Das muss ich mal merken, das steht gleich drüber. Dann nehme ich das damit. Hol mir die Schrotflinte. Beziehungsweise, warte. Ich lege das ab. Die muss ich noch verschießen.
zwei Schüsse, die müssen weg. Die Heilungen. Und es geht nicht zu Ende. Stehst du auf? Stehst du auf? Stehst du auf? Nein. Ich warte nur drauf und dann schieße ich ihn weg. Das schöne Gewehr. Das Laufen. Das macht mir noch fertig. Und jetzt gehe ich mit dem Billy auch in die Tür oben rein, wo die Rebecca steht. Oder vielleicht gehen wir gemeinsam rein. Ist vielleicht noch besser. Möchte nicht aufstehen. Der erwartet nur eine Chance. Die gebe ich ihm aber nicht. Dem Gemeinen. Irgendwas habe ich jetzt trotzdem liegen lassen. Ja, die. Ach, die Dinger. Na egal. Das hole ich später, wenn ich speichern muss. Zuerst will ich einmal die Waffe loswerden. Unbedingt. Let's regroup. Okay. Musst mich schon durchlassen, Mädel. Wenn ich das nehme, kommen jetzt die Raben. Ist doch ganz wenig Asche übrig. Vielleicht geht's trotzdem, ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht. Scheiße. Kann sein, dass vielleicht. Ich habe eigenes Benzin dafür, ne? Da liegt noch ein Zettel, den will ich noch. Hinweis für alle Mitarbeiter, ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum noch super. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Besprechungsorte, ja genau, da bla bla. Der Zugangscode lautet 8.15 Uhr. 8.15 Uhr. 8.15 Uhr. Jetzt kommt's. Platte, 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 platte. Weg. Und ich komme nie wieder her. Wir müssen leider wieder tauschen. Nein, stopp. Zurück. So, und da lege ich noch ein paar Schrottsachen extra ab, was ich nicht brauche. Aber da brauche ich eigentlich alles mit Billy, aber mit ihr nicht. Das können wir auf jeden Fall ablegen.
Eine Heilung sollte auf jeden Fall dabei sein. So, und diese Schrott-Dinger will ich jetzt. Na, scheiße, nicht loslegen. Mache ich schon jetzt wechsle ich. Ich hab's mit Verdrücken heute. Ist unglaublich. Da war's. Ja, genau. Da wollte ich her. Mit ihr wollte ich jetzt. Band. So. You stay here. Okay. Dass ich mir den Raum nämlich merke, um das jetzt, wenn ich jetzt zurückgespeichern und vielleicht nächsten Tag weiterspiel, habe ich schon wieder vergessen, wo der Billy steht oder wo wir hin müssen. Deswegen lasse ich den Billy dort stehen. Also ich stelle ihn dort hin, damit ich mich morgen erinnern kann, wo ich war. Zack. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Slavos. Tschüss, Dankeschön.